Immer mehr Menschen vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht. Und dies kann im Labor getestet werden. Ist zwar ein bisschen tricky, aber es funktioniert. Und darüber möchte ich heute mal sprechen. Ich habe euch einen kleinen Vortrag vorbereitet. Mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis und mache folgende Laborwerte mit fast jedem Patienten. Wir sehen hier den Vorscreen B. Dieser umfasst den Vorscreen A, sprich Nahrungsmittelallergien durch Immunglobulin E-Antikörper, aber auch Immunglobulin G4 vermittelte Unverträglichkeiten und pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien. Plus im Vorscreen B ist noch die DAO drin, die Diaminoxidase. Das wäre nochmals eine Histaminabbaustörung oder eine Histaminunverträglichkeit. Hier haben wir also schon sehr viele Werte. Der Vorscreen A kostet 30 Euro, der Vorscreen B 50 Euro. Wir können hier schon mal viel rauslesen. Ich zeige euch auch noch gleich Laborwerte hierzu. Es gibt noch einen Vorscreen IgG1 bis 3 plus IgG4. Den mache ich allerdings seltener, weil mir reichen normalerweise die Immunglobuline G4. Die sind spezifischer. Falls jetzt hier doch hohe Werte herauskommen beim Vorscreen, das ist ein Screentest, schaue ich mir das noch ein bisschen genauer an. Hier, dann gibt es diesen IgG4 plus Nahrungsmittelscreen. Hier haben wir nochmal 69 Nahrungsmittelallergene, also 40 Einzelallergene und 8 Allergenpools, zeige ich euch auch noch gleich. Und diese kostet dann nochmals 80 Euro. Dann weiß man es aber wirklich mal genau. Was sind Nahrungsmittel? Unverträglichkeiten, da muss man natürlich ein bisschen genauer schauen. Jetzt passt mal auf. Es gibt verschiedene Tests und die zeige ich euch hier mal auf. Es gibt erstens die echten Allergien auf Nahrungsmittel. Also es sind Immunglobulin E vermittelte Allergien, also echte Histaminallergien. Dann gibt es echte Allergien auf Nahrungszusätze. Dann gibt es Reaktionen auf Nahrungszusätze. Das ist also was anderes. Wir müssen unterscheiden zwischen echten Allergien und Reaktionen. Dann gibt es die ganz normale Laktoseunverträglichkeit durch einen Laktasemangel, also Milchzuckerunverträglichkeit. Dann gibt es Fructoseunverträglichkeiten. Das ist, wenn die Darmschleimhaut geschädigt ist oder zu schwach ist, dann wird häufig die Fructose nicht vertragen, um das mal ganz salopp zu sagen. Dann haben wir die Weizenkeim-Agglutinin-Antikörper auf Weizenkeime. Dann haben wir Kreuzreaktionen jeglicher Art auf Nahrungsmittel und Zusätze. Und wir haben natürlich immer auch ein geschädigtes Mikrobiom. Und wir haben eben die ganzen Reaktionen, die Immunglobulin-G4-Reaktionen, die ich gerade schon gezeigt habe, auf Gluten, Milch und Eier in erster Linie, aber auch auf Nüsse, Soja, Hülsenfrüchte. Das kann dann alles mal da sein. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Schaut mal her. Wir haben hier den Vorscreen B, den ich vorhin genannt habe, der für 50 Euro ist, ein Blutröhrchen abzunehmen. Und hier sehen wir im Pool 1 hier, Pool 1, da ist Gluten, Milch und Eier drin, sehen wir hier Reaktionen. Im Pool 2, da ist der ganze Rest drin, da sehen wir nichts. Und wir haben hier noch Immunglobulin E, Nahrungsmittel. Und aber auch Pollen, da ist auch nichts zu sehen. Das ist also eine ganz gute Diagnostik mit ein paar Werten hier. Und die Diaminoxidase, die ist hier sehr gut. Hier können wir auch nochmal gucken, ob eine Histaminunverträglichkeit da ist durch zu wenig Diaminoxidase. Das ist ja ein Enzym, das Histamine abbaut. Hier unten habe ich es auch nochmal aufgeschrieben, wer sich das nochmal genau anschauen möchte. So, diese Untersuchung kostet, wie gesagt, 50 Euro und es ist ein Röhrchen abzunehmen. Das muss nicht mal zentrifugiert werden, können auch Ärzte und Heilpraktiker machen ohne Zentrifuge. Diese Untersuchungen sind teuer und jetzt möchte ich euch hier nochmals was ganz Wichtiges sagen. Es gibt Laboratorien, jedenfalls war das früher so, die haben hier gleich 400 oder 300 verschiedene Nahrungsmittel getestet. Das hat Hunderte von Euro gekostet. Wir können heute einen Screentest machen für 50 Euro mit der DAO oder sogar einen Screentest für 30 Euro ohne die DAO. Dann sehen wir auch schon einiges. Und wie gesagt, wenn wir den kleinen Test noch nachfordern für 80 Euro, dann
dann ist es alles im Rahmen. Ja? Und die Weizenkeim-Agglutinin-Antikörper, die mache ich nur bei Verdacht zum Beispiel, da ich Gluten eh erstmal nicht schätze. Ne? Dann haben wir noch die Diaminoxidase. Hier, die schaue ich mir, wie gesagt, eigentlich auch immer an. Wir haben hier nochmal die Kofaktoren der Diaminoxidase. Da brauchen wir auch Kupfer und Zink dazu, dass der Körper selbst dieses Enzym bauen kann. Und was wir hier unten noch sehen, das finde ich sehr wichtig, die Diaminoxidase-Aktivität kann man auch testen. Also wir können die Aktivität testen und die Diaminoxidase selbst im Gesamten, um das mal so ganz salopp auszudrücken. Also wirklich sehr viel rauslesen. Wir können hier nochmals die totale Histaminabbaukapazität testen hier. Und dann haben wir drei Histaminwerte, die wirklich ganz hervorragend sind. Also zusätzlich zu diesen Geschichten der Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehört die Histaminabbaukapazität und ein Verdacht auf eine histaminverminderte Abbaukapazität, so möchte ich mal ausdrücken, eigentlich schon immer dazu. Dann gehe ich noch kurz auf ein paar weitere Tests ein. Laktoseintoleranz, das ist meistens ein Atemtest. Das hat jetzt nichts mit den Immunglobulin G4-Tests zu tun, gell? Die Immunglobulin G4-Tests, die ich gerade gezeigt habe, das sind Tests auf Nahrungsmittelproteine. Also da ist dann erst das Casein, ne, bei der Milch hier zu sehen. Und die Laktose ist ja der Milchzucker. Und hier so sieht dann so eine Geschichte aus. Da muss der Patient dann ein bisschen Laktose trinken und dann schaut man, wie viel Laktase noch im Darm ist und dann wird es dann innerhalb von 2 Stunden wird er immer wieder reingepustet in ein Röhrchen. Genau dasselbe mit der Fructose. Ja. Das sind also Atemtests, die kann man auch zu Hause machen. Allerdings ist es immer ganz gut, wenn man Verdacht hat auf so eine Diagnose, dass ein Arzt dabei ist. Die Tests hier, die brauche ich eher weniger. Ich habe es auch noch reingetan. Das sind wiederum Pseudoallergieprofile. Aber dass ihr mal seht, dass es sowas auch gibt, ne? Zum Beispiel 3 Pools auf 15 Lebensmittel, Farb- und Zusatzstoffe. Und hier sehen wir auch, was in den Pools drin ist. Hier unten Quinolin, Gelb, Gelb-Orange etc. pp. Wir haben da nochmal Einzelaustestungen. Man muss auch nochmal einzeln ganz genau testen. Wir haben hier auch nochmal LTT, also Lymphozyten-Transformations-Nahrungsmittel. Tests. Das wäre nochmal ein T-Zell-Test. Und hier haben wir auch wieder Milch, Hühnerei, Weizen, Roggen, Reis, bis hin dann zum Kabeljau, Huhn, Pute und so weiter. Die Pools hier ist auch ein Test, wo Pools genommen werden, dass die Tests nicht so saumäßig teuer werden. Hier unten haben wir noch die Histaminunverträglichkeiten. Brauche ich aber eher mal selten, ist aber auch gut, wenn man weiß, dass es so etwas auch gibt. Dann haben wir hier nochmals, das finde ich ganz spannend, finde ich eine ganz tolle Sache, nochmal die Casomorphin und Glia Dorphine hier, ja, da habe ich ja mal ein schönes Video drüber gemacht, vor längerer Zeit schon, vor ein paar Jahren hier auf YouTube. Und Casomorphin, also das wäre dann die Milchprodukte und Gliadorphin wäre dann wieder Getreideprodukte. Und das sind Opioid-Peptide, die wirken wie Opiate oder Opioide und im Gehirn, und die machen da richtig süchtig quasi. Und da kann man also eine schöne Untersuchung machen, ob hier die Leute darauf reagieren. Hier haben wir nochmals Gliadin und Glutaminase an. Antikörper im Serum. Da kann man also auch nochmal nach einer Zöliakie oder einheimischen Sprue schauen, also nach einer totalen, absoluten Glutenunverträglichkeit. Und wir können hier Anti-Weizenkeim-Agglutinine IgG testen und wir können hier noch die genetische Disposition testen für eine einheimische Sprue oder Zöliakie. Also da haben wir noch die genetische Prädisposition. Das wäre so eher eine Prophylaxe. Aber man kann auch mal alle Werte machen, dann weiß man ja gleich mal, was Sache ist. Und hier haben wir nochmals die Geschichten. Da wir ja wissen, dass auch dass die Glutengeschichten mit unter anderem Hauterkrankungen und Autoimmunerkrankungen auch mit einhergehen, können wir die Immunglobuline A, das sind nochmals andere, nochmals testen und A und G auf die Transglutaminase 3 und 6 Antikörper. Ich weiß, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, theoretisch, aber ihr seht mal, was es hier alles gibt. Da sollte sich natürlich der Arzt oder Therapeut gut mit auskennen. Da können wir hier wunderbare Werte machen. Hier Pyroman, woraus abfotografiert von meinen Patienten. So sieht dann so ein Ergebnis aus. Ja. Hier sehen wir nochmal eine echte Zöliakie von einem meiner Patienten. Das war auch interessant. Dieser junge Patient, das gar nicht gewusst hat, dass er das hat. Und dann waren die sehr dankbar, dass man das ganz schnell und einfach im Blut hat diagnostizieren können. Natürlich haben wir ihn dann weitergeschickt zur weiteren Abklärung zum Gastroenterologen. Hier haben wir die Anti-Weizenkeim-Agglutinin-Immunglobulin G. Ja, die sind hier auch zu hoch bei diesen Patienten. Und diese Patienten
profitieren von einer glutenfreien oder glutenarmen Ernährung. Ja? Häufig haben diese Patienten zusätzlich noch Probleme auch mit dem reinen Gluten, wenn man es im Immunglobulin G4-Test auch noch einmal schaut. Und nochmals ein paar Worte zum Histamin. Histaminunverträglichkeiten gibt es nicht, habe ich oft von ärztlichen Kollegen gehört. Ich selbst habe an einer Histaminintoleranz gelitten oder leide immer noch drunter. Ganz stark von Anfang 20 bis Ende 30. Und heute ist meine Thiaminoxidase auch nur grenzwertig im Labor zu finden. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich Cortisonspritze war oder irgendwas anderes damals. Ich habe damals auch viel Antibiotika bekommen. Als ich Anfang 20 war, hatte ich auch meine Mononukleose und so weiter. Da habe ich also lange gebraucht, um herauszufinden, dass ich keine Histaminintoleranz habe. Ich weiß noch, gerade auch im Rotwein oder im Bier, ne? Als Student trinkt man manchmal Rotwein oder Bier damals. Ich habe das gar nicht machen können, weil ich immer sofort Kopfschmerzen und eine rotfleckige Gesichts- und Halshaut bekommen habe. Aber Hals und im Gesicht sieht man das dann häufig. Gut, wird auch Histadilie oder Histaminose betitelt, die Histaminunverträglichkeit. Und ich sage es nochmal, die Histaminoxidase im Blut, die totale Histaminabbaukapazität kann getestet werden. Aber auch das Histamin im Stuhl, das wissen auch viele nicht, das kreuzt sich immer an, dass man hier die Histamine im Stuhl auch anschaut, in der Stuhlprobe hier. Gell? Und hier seht ihr nochmals zum Abschluss jetzt, und dann hören wir für heute mal auf, die totale Histaminabbaukapazität, Thiaminoxidase nochmals, dann die Kofaktoren der Thiaminoxidase, dann Histamin im Stuhl, habe ich gerade gesagt, und auch histaminbildende Bakterien im Stuhl, FE heißt Stuhl, und Methylhistamin im Urin, und Histamin im Urin kann man auch noch testen. Das ist auch ganz interessant. Was ist Methylhistamin? Das ist ein Metabolit, der beim Abbau von Histaminen entsteht. Also kann man hier sehr schön nachschauen im Urin, ob hier Methylhistamin drin ist. Und das hat auch dann häufig auch mit einer Mastozytose zu tun. Das wären dann Anhäufungen von Mastzellen in der Haut, in Organen und im Gebebe. Und das sehen wir in den letzten 2, 2,5 Jahren immer häufiger. Deswegen sind diese Untersuchungen so wichtig. So, nun denn, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke.